Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Wie versprochen gibt es heute ein komplettes Update-Video oder eine Zusammenfassung von allen Patch-Notes vom aktuellen Event. Montag habe ich schon mal ein paar Informationen rausgehauen und ich habe vorher eine Umfrage gestartet, ob ihr euch lieber ein Update-Video als Zusammenfassung wünscht oder ob ich nur über die aktuellen neuen Informationen, die Montag noch nicht bekannt waren, reden soll. 60% von fast 500 Leuten von meiner Abstimmung haben sich dafür entschieden, eine komplette Zusammenfassung. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich bin aber fairerweise für die 40% fange ich mit den neuen Informationen an und sobald dann die alten Informationen starten, das werdet ihr dann schon mitkriegen, könnt ihr von mir aus wegschalten, damit ihr euch das Gesabbel vom Montag nicht nochmal doppelt anhören müsst. Ich fange jetzt direkt mal mit einer Information an, weil sich viele gewundert haben, warum das Update so mega groß war. Bei der PlayStation zum Beispiel waren es 19 GB. Da wurde geschrieben, um Folgepatches und Updates, wie zum Beispiel am 24. März gibt es Split 2, wo dann Kings Canyon startet im Ranked-Modus, dass die Folge-Updates und Patches nicht so groß sind. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere Patch schon mit drauf ist, dass quasi per Knopfdruck der Kings Canyon dann aktiv ist. Das soll damit reguliert werden, was ich eine feine Sache finde und ich hoffe, dass das auch gut funktioniert. Kommen wir jetzt zu den ersten beiden Änderungen. Das sind eigentlich die Hauptänderungen, über die ich am Montag nicht sprechen konnte, weil es dann noch nicht bekannt war. Und zwar bekommt die Peacekeeper einen Nerf. Ich finde ihn gar nicht so krass, wie einige vielleicht dachten. Und zwar wurde die Magazingröße, gibt es ja keine Erweiterung, von 6 auf 5 Schuss reduziert. Finde ich in Ordnung, ist nicht weiter dramatisch. Die Nachladegeschwindigkeit, während du noch Schüsse im Magazin hast, wurde von 2,5 Sekunden auf 2,65 Sekunden erhöht. Ist jetzt auch nicht mega viel. Und wenn ihr das Magazin komplett leer nachladet, wurde die Nachladegeschwindigkeit erhöht von 3,5 auf 3,6 Sekunden. Ist auch nicht weiter dramatisch, wie ich finde. Dann wurde die Sentinel noch gebufft. Die ist jetzt ein bisschen stärker geworden, was ich begrüße. Der Basisschaden wurde von 65 auf 70 erhöht. Und die Nachladegeschwindigkeit zwischen den einzelnen Repetierschüssen, würde ich jetzt einfach mal sagen, dieses Nachladen. Also nicht, wenn ihr ein komplett leeres Magazin nachladet, sondern einfach das Nachladen zwischen den Schüssen, wurde verringert von 1,85 Sekunden auf 1,75 Sekunden. Finde ich eine feine Sache. Jetzt möchte ich noch über das Erbstücksystem kurz reden. Und zwar habe ich jetzt Bildmaterial für euch, wie genau das aussieht, wenn man das zieht und wie es wohl scheinbar aussieht, wie viele Splitter man zieht. Achtung, hier muss ich aber dazu sagen, also ich habe jetzt wie gesagt ein Video, da zieht einer Erbstücksplitter und er zieht gleich 150 Splitter mit einmal. Das heißt, du kannst ja sofort das Erbstück ziehen. Ich kann euch aber nicht zu 100% sagen, ob das immer so ist. Es kann sein, dass dieserjenige, der das Video hochgeladen hat, ich habe zwei Videos übrigens gesehen, wo das genauso war, das kann sein, dass der vielleicht gerade vor dieser 500 Packs Grenze war und deswegen so viele Splitter auf einmal gezogen hat. Also es könnte noch sein, dass es auch mal ist, dass ihr vielleicht nur 40 Splitter statt 150 zieht. Das kann ich euch wie gesagt nicht 100%ig versprechen. Ich blende euch jetzt einfach mal dieses Video ein. Das geht etwas über eine Minute. Das sieht dann so aus. Sieht aus wie das Crafting-Material. Und wenn ihr auf die einzelnen Teile jetzt drauf geht, seht ihr, dass jedes einzelne einen Wert von 50 hat. Der geht dann jetzt auch in dieses Erbstück oder in diesen Erbstück-Shop, meine Fresse. Und dann seht ihr links gleich, dass ihr 150 Splitter schon gezogen hat. Und genau das ist dann der Punkt, wo ich euch nicht 100%ig versprechen kann, ob es auch möglich ist, mal nur 30 oder 40 Splitter zu ziehen. Das war es jetzt soweit von den Sachen und jetzt kommen wir zu den Änderungen, von denen ich Montag schon gesprochen habe. Also, wer die neuen Informationen noch wissen wollte, der kann jetzt wegschalten. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn er bis zum Schluss dran bleibt. Und nebenbei noch bemerkt, gerne einen Daumen und ein Abo da lassen, wenn ihr nichts von Apex Legends verpassen wollt. Jetzt geht's weiter mit den bekannten Informationen. Ich bin jetzt direkt in den Trainingsmodus gesprungen und möchte euch jetzt mal den Buff optisch ein bisschen darstellen, den der
Bloodhound abbekommen hat. Der ist nämlich mega interessant. Und zwar habe ich ja davon erzählt, dass der Scan verdreifacht wurde, die Reichweite. Das Aktivieren dauert jetzt ein bisschen länger. Und bis der Scan dann seinen kompletten Umfang verteilt hat, das wurde auch ein bisschen vergrößert. Ich blende euch jetzt mal ganz kurz. Das habe ich nämlich am Montag, bevor das alles hier sich geändert hat, beziehungsweise am Dienstag habe ich noch einen Scan im Trainingsmodus gemacht, um das mal zu vergleichen. Ich blende euch jetzt den alten Scan oder die alte Reichweite mal ein und danach zeige ich euch den Scan mit der neuen Reichweite und ich bin mir sicher, der Bloodhound wird in Zukunft wieder öfter gespielt werden. Okay, erreicht gerade so den Gegner. So, warte. Okay, jetzt der Scan im neuen Modus. Zieht euch das jetzt mal rein, wie weit das geht. Man merkt spürbar, dass die Aktivierung ein bisschen länger dauert, aber ist gar nicht so dramatisch. Aber die Reichweite ging ja locker bis hier hoch. Also für mich fühlt sich das nicht mal verdreifacht, sondern verfünffacht an. Ist auf jeden Fall eine willkommene Änderung, um endlich öfter wieder den Bloodhound zu spielen. Als nächstes geht es um Gibraltar, der wurde auch ein bisschen genervt. Das ist noch nicht eine Menge, aber ist schon mal ein guter Ansatz, um ein, zwei Kugeln zu sparen, um den endlich ein bisschen schneller runterzuballern. Und zwar wurde sein Schild, seine passive Fähigkeit, wenn er anvisiert, von 75 Lebenspunkte auf 50 reduziert, was auf jeden Fall schon mal eine feine Sache ist. Jetzt möchte ich über den Krypto reden. Der Krypto hat einen richtig geilen Buff bekommen. Ob das jetzt das wert ist, den Krypto deswegen öfter zu spielen, weiß ich nicht ganz. Und zwar ist es jetzt so, wenn ihr die Waffen so ein bisschen runterballert und aktiviert dann seine Drohne, werden die nachgeladen. Achtung, ich aktiviere die Drohne jetzt mal und deaktiviere sie sofort wieder. Und wie ihr feststellen könnt, sind beide Waffen noch genauso voll, wie ich sie gerade runtergeschossen habe. Ihr müsst die Drohne aktivieren und müsst einige Sekunden warten. Und schaut jetzt mal genau, relativ mittig ein Stück weit links, was da als Text erscheint. Ihr müsst also ein wenig warten. Und dann steht hier links, Achtung, P2020 nachgeladen. Ihr seht es hoffentlich und jetzt kommt gleich die Spitfire. Achtung, da kam es. Hört man auch mit einem kleinen Nachladegeräusch. Also, wer vielleicht dachte, dass das von jetzt auf gleich funktioniert, man die Drohne nur kurz aktiviert und deaktiviert, der irrt sich leider. Das wurde auch textlich nicht erwähnt. Ich habe mich jetzt gerade selber gewundert, warum es nicht funktioniert. Ich habe einfach ein bisschen länger gewartet und habe die Nachladegeräusche gehört. Als nächstes nehmen wir uns den Rucksack einmal vor. Vorher natürlich standardmäßig haben wir jetzt nicht mehr 8. sondern 10 Slots und jetzt kommt der Haken bei der ganzen Geschichte. Achso, übrigens, wenn du jetzt einen grauen aufnimmst, hat er 2 Slots mehr, der blaue hat 2 mehr, der lila und der goldene jeweils immer 2 mehr. Das ist natürlich logisch. Jetzt kommt der Haken bei der ganzen Geschichte. Die einzelnen Sachen, die man jetzt aufnehmen kann, wurden reduziert. Sprich, wir fangen einfach mal mit einem Medikit an und mit einer Schildbatterie und ihr werdet feststellen, zack, zack, wir gehen jetzt mal hier ins Menü. Wir können nur noch 2 Schildzellen maximal stapeln. Wir können nur noch 2 Medikits maximal stapeln. Und genauso verhält sich das hier. Ich brauche es gar nicht aufladen. Ihr seht hier unter dem Medikit direkt diese Striche. Wir können nur noch 4 Schildzellen und auch 4 Medikits Spritzen aufnehmen. Da verquatsche ich mich gern mal. Und bei der Munition ist es genauso, zumindest bei der schweren, bei der leichten und der Energy-Munition. Die können jetzt nur noch statt 80 auf 60 gestapelt werden. Auch eine interessante Änderung. Die finsterste Änderung für die meisten von euch wird aber sein, Achtung, ich habe jetzt mal eine Menge Granaten aufgenommen und ihr seht, mein Rucksack, der Standardrucksack, den man gleich am Anfang hat, wäre jetzt voll. Man kann jede Granatenart nur ein einziges Mal stapeln. Das ist eigentlich die krasseste Änderung, die sehr, sehr spürbar im gesamten Spiel sein wird. Ich finde die Änderung, bin ich ganz ehrlich, eigentlich geil. Und ihr könnt euch gerne in den Kommentaren mal auslassen, wie ihr einzelne Änderungen findet. Sinn dieser Rucksackänderung unter anderem ist auch nicht nur, das ist der Hauptsinn mitunter, dass man die Gegner nicht mehr mit Granaten zuballern kann. Das wollte Respawn damit nämlich ein bisschen unterbinden, was ich eine gute Sache finde. Unter anderem aber auch für die Größe des Rucksacks, dass man einfach mehr Aufsätze mit sich tragen kann. Zum Beispiel, ihr seid mit der Longbow unterwegs, ihr habt ihr auf Short Range, könnt ihr einen Gegner wegrotzen und dann seid ihr irgendwann High Ground, ganz weit weg ist ein Gegner. Dann geht ihr ins Menü, habt ihr
euer Scharfschützenvisier, eins, was ihr auf die Distanz nehmen könnt und könnt dann den Gegner wegrotzen. Einfach der Sinn, dass man über Short und Long Range vielleicht einfach mehr Möglichkeiten hat, Aufsätze mit sich zu führen, was eine geile Grundidee dahinter ist. Mich interessiert aber weniger, dass ich Aufsätze mit mir rumschleppe, sondern dass ich einfach nicht mehr so zugeballert werde von irgendwelchen Granaten. Dann rede ich noch kurz über den Muscle Flash. Den kann man im Trainingsmodus leider nicht wirklich simulieren. Ich habe es vor dem Update und nach dem Update ein bisschen getestet. Ich finde, das ist in Live-Bildern einfach besser zu zeigen. Ich hatte jetzt aber einfach nicht die Zeit, live da noch ein bisschen was zu testen. Im Klartext, das Geblitze und Geflimmere vor der Waffe bei der 99 zum Beispiel. Und man sieht den Gegner vielleicht nicht mehr so. Das wurde jetzt reduziert, was auch eine geile Sache ist. Jetzt kommen wir mal zum Evo-Schild und ich bin überrascht, dass ich das im Trainingsmodus überhaupt nehmen kann. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Und dann kann ich euch das nämlich kurz einfach mal mit meinen Bildern vorführen, wie schnell oder wie lange es eben dauert, dieses Schild voll zu kriegen. Und viele haben dahinter vermutet, Sniper werden es leicht haben. Wenn du ein richtiger Hardcore-Sniper bist, dann hast du es definitiv leichter, dieses Schild voll zu kriegen. Für die erste Stufe brauchen wir 100 Schaden. Ihr seht es auch unten über der Leiste ist ein Icon mit 100 Damage. Wenn ich jetzt auf den Gegner rotze, ich habe noch nicht getestet, ob das so funktioniert. Zack, okay, ich habe schon 118 Schaden ausgeteilt und wir sind direkt in der Folgestufe. Achtung, wir sind Stufe Blau und wir müssen jetzt eine Schildzelle aktivieren, damit das Schild voll ist. Haken bei der ganzen Geschichte ist, um jetzt die lila Stufe zu erreichen, überspringen wir den dritten Strich. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal 300 Schaden austeilen. Zack. Moment, wo ist der nächste? Zack. Der war nicht ganz voll, ist logisch. Zack. Und noch ein Schuss. Und noch ein Schuss. Reicht immer noch nicht. Tolle Wurst. So, jetzt knallen wir den noch weg und wir haben Stufe 3 erreicht. Stufe lila. Das heißt, das Risiko bei dem Evo Shield ist einfach, dass wir entweder mit einem, zwei Strichen oder erst der nächste Sprung zum vierten Strich ist. Das heißt, wenn du noch nicht auf Stufe lila bist, ist das Risiko verdammt groß, dass du auf den Squad triffst und du einfach vor den Sack kriegst. So, jetzt müssen wir aber nochmal 500 Schaden austeilen. Das muss ich jetzt hier... Na komm, wir simulieren das jetzt einfach mal scheiß drauf. Zack, zack. Geh nochmal weg. Nachladen. Jetzt sind wir noch bei 155. Das könnte zwar alles schneller gehen. Ich weiß, ich bin ja nicht der beste und schnellste Sniper. Und jetzt haben wir die Maximalstufe erreicht. Es kam auch hier die Frage... Hat das dann, wenn das die Maximalstufe erreicht hat, dieselben Fähigkeiten wie das goldene Körperschild? Nein, hat es nicht. An der Maximalstufe, wenn wir es dann voll geheilt haben, das können wir ja einfach mal machen. Moment, haben wir einfach 25 Lebenspunkte mehr im Vergleich zum goldenen oder lila Körperschild. Und ich bin auch ganz ehrlich, den Tipp gleich vorneweg, ich würde jedem normalerweise raten, wenn ihr die Chance zwischen Evo oder goldenem Schild habt, nehmt lieber das goldene, dann könnt ihr euch wenigstens schneller heilen. Und ganz ehrlich, ihr müsst mindestens 500 Schaden erstmal austeilen, um auf Stufe lila zu kommen. Ne, 400 waren es. Und in der Zeit sind viele schon eher verreckt. Ich bin mit allen Informationen durch, doch bevor das Video jetzt gleich vorbei ist, eine Information zum morgigen Video. Ich möchte einfach mal was zurückgeben, speziell an die Leute, die regelmäßig in meinen Livestreams in die Tasche greifen und mir spenden oder vielleicht sogar Kanalmitglied sind und mich so regelmäßig unterstützen. Ich habe versprochen, dass ich mit jeder Spende oder Kanalmitgliedschaft ein bisschen an meinen Stream-Qualitäten arbeite, beziehungsweise vielleicht mal irgendein neues Gimmick für den Stream kaufe. Und ich möchte einfach mal ein Event-Pack-Opening machen. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Morgen gibt es das Video dazu. Ich möchte alle 24 Packs öffnen, inklusive dem Erbstück von Octane. Und werde euch im Trainingsmodus natürlich ein paar bewegte Bilder zu dem Butterfly zeigen, um einfach mal Danke zu sagen, auch wenn der einzelne Zuschauer logischerweise nichts davon hat, außer dass ich euch das einfach in dem Video präsentiere. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Gerade Tipps und Tricks, Informations- und Livestreams. Informationsvideos natürlich, das habe ich am Ende vergessen. Viel Spaß jetzt noch bei dem Event, das war's von mir. Ich hoffe, ihr schaltet morgen ein. Macht's gut, ciao.